Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever, die zweite Runde hier, beziehungsweise der zweite Part, ich alleine zum Mittwoch. Ja, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wir starten jetzt einfach mal hier weiter und schauen, was wir Schönes machen können. Denn, meine lieben Freunde, so wie es aussieht, haben wir, Moment einmal, da muss ich mal ganz kurz überlegen, die fahren in, Moment, fahren auf dem Gleis ein. Ich habe etwas vor, diese Folge. Moment. Dazu muss ich dann doch das erste Mal zerstören. Oberleitungen machen wir gleich mal. Ja, klar. So. Warte mal, warte mal, warte mal. Einmal so. Moment. Und einmal. Immer Kollision mit diesem Scheißsignal hier. So, und einmal so. Okay. So, und dann würde ich sagen, bauen wir hier doch mal einen wunderschönen kleinen Bahnhof hin. Dass wir diese Stadt hier noch mit einbinden können. Oh, Kofferhof, Bahnhof. Oh, wir haben wir neue Bahnhöfe? Durchgangsbahn für Personen. Durchgangsbahn für Personenzüge. Das sieht ja ganz anders aus hier. Warte mal. Machen wir natürlich gleich vierspurig, 240 Meter. Oh, Highspeed Track? Okay, okay. Wir können jetzt hier schon eine Highspeed-Track auswählen. Das ist natürlich sehr nice. Das konnte ich bei den Gleisen aber noch nicht. So, warte mal. Standard ist so. Und Highspeed ist so. Ja, wir können ja schon mal Highspeed machen. Warum nicht? Wir müssen jetzt nur mal schauen, wo wir den anbinden. Nee. Komm, gib den mal wieder her hier. Was Sinn macht. Ich habe sogar noch eine andere Idee. Wir gehen hier unten ran. Haben wir zwar den blöden Berg, aber es geht auf jeden Fall. So, so, pass mal auf. Das heißt, wir fummeln uns jetzt mal hier runter und gucken mal, was er uns vorschlägt. Zack, wenn wir einmal hier dran gehen. So, 1,71 Millionen, das ist ja ganz chillig. Oh, will er viel Brücke bauen? Aber durchgehend 120, ne? Kann man eigentlich nicht sagen. Gehen wir hier oben dran. Dann ziehen wir hier noch schön einen zurück. Dann müssen wir mal gucken, wie das hier wird. Ja. Passt. Was ist das für eine Gurke hier? Haben wir hier so eine kleine Krüppelstrecke, ne? So, pass mal auf, wie wir das jetzt machen. Das müssen wir hier ein bisschen schöner gestalten. Zack. So. Dann können wir hier auch ganz geschmeidig drauf gehen. Einmal. Und gehen hier nochmal ab. Oh mein Gott. Wie krass ist das denn bitte? Was macht der denn da? Hm.
Den hätte ich schon ganz gern hier mit draufgebunden auf die Brücke. Kollision und Raumangleichung. Nee, das ist eine Katastrophe. Das geht natürlich so nicht. Schade. Moment. Das könnten wir eventuell lösen, indem wir das Depot neu setzen. Und zwar, indem wir direkt hier rausgehen. Einmal. Theoretisch sollte es funktionieren. Ja, geht auch. Okay, das sollte passen. Das passt auf jeden Fall. So, jetzt haben wir natürlich hier mit der Straße ein bisschen verkackt. Lol, was wir schon für Straßen haben, ist ja der Hammer. Okay, krass. Es gibt gar keine Dings mehr, gar keine Feldwege mehr. Kleine Landstraße. Das heißt, Moment. Wahrscheinlich wirklich mit dieser Kackstraße hier hinten lang gehen, oder? Kann das mal sein? So, jetzt ist das auf jeden Fall weg, das Rumgenöle. Jetzt gehen wir nochmal auf den Zug und schnappen uns das Depot. Okay, das passt hier auch hin, alles cool. Aufrüsten, das passt schon. Okay, okay, okay. Dürfte eigentlich alles im Grün sein. So, warte mal, aber was man noch ganz kurz... Naja, obwohl, bevor wir das jetzt erstmal machen, legen wir jetzt hier erstmal eine Linie fest. Dafür müssen wir aber hier auch erstmal ganz kurz noch die Weichen einbauen. So. Jetzt machen wir erstmal eine neue Linie. Und zwar Cape Coral von McAllen nach Cape Coral. Zug. Zug McAllen. Cap Coral, glaube ich, war's. So, okay, Bahnhof hinzufügen. Das heißt, wir nehmen einmal den Bahnhof. Und einmal den Bahnhof. Sehr gut. So, und jetzt wollen wir doch mal schauen, wo er hier einfährt. Genau, er fährt nämlich aktuell... Ey, das würde sogar schon passen. Er müsste dann nur... Warte. Er müsste dann nur... Moment. Die Weiche machen wir weg. Setzen uns hier eine Weiche, das heißt, er fährt hier rein und raus fährt er auf der anderen Seite. Okay. Das sieht echt gut aus. Das sollte eigentlich so schon vollkommen reichen. Ich weiß nicht, ob wir die Weiche unbedingt brauchen. Aber wir... Wegpunkt... Fahrtsignal wird eingesetzt, um den Schienenverkehr zu regeln. Oh, haben wir auch ein neues Signal gekriegt. Sehr gut, es wird Zeit, dass Alex wiederkommt. Okay, und dann könnten wir theoretisch, ich muss mal ganz kurz schauen, wie wir die Signale gesetzt haben. Ah, okay, alles klar, verstehe ich. So, dann könnten wir theoretisch hier nochmal vor dem Tunnel
eins da und eins da hinsetzen. Genau. Dann müsste es eigentlich so passen. Sieht gut aus. So, pass auf. Dann setzen wir auf die Linie jetzt einfach mal unsere ersten Züge an. So, okay. Zu kaufen. Nehmen wir natürlich auch wieder den. Ganz einfach, weil er so schön schnell ist. Einmal kaufen mit dem Personenwagen hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und auf geht's. Müsste eigentlich rausdüsen. Warte mal, hier vorne können wir auch noch ein Signal hinstellen, glaube ich. Scheiße. Hier haben wir Mist gebaut. Nichtsdestotrotz wird er wahrscheinlich, ja. Jetzt geht das wieder nicht. Oh Mann. Das würde gehen. Okay. Warte mal ganz kurz. Bis einmal drüber gerollt ist und zack. Okay, sehr gut. Dann könnten wir das wieder wegreißen hier. Und so passt das doch, oder? Das geht auch. So, sehr gut. Können wir hier noch ein bisschen Terranangleichung machen? Oh, dass es nicht ganz so sehr auffällt, ne? So, ist das wieder schick. Gut, der ist jetzt eingefahren, sollte jetzt aber allerdings aufs andere Gleis rüber wechseln. Genau, das tut er auch. Perfekt. Und sollte hochbeschleunigen auf seine 113 km/h. Ich bin mir nur nicht sicher, wartet mal ganz kurz. Wo haben wir noch ein Depot, ein Zugdepot? Okay, das ist ja ein Wirrwarr hier. Moment. Okay, dann setzen wir mal hier noch Signale hin. Einmal da eins und einmal da eins. So, das sollte, glaube ich, hinhauen. Das sollte passen. So, und dann können wir hier noch einen Zug kaufen. Nehmen wir nämlich noch so einen. Und ballern dann noch so ein paar Wagen dran. So. Und schicken den auf dieselbe Linie. Sehr gut. So, das haben wir schon mal in Schwung. Der Zug hier ist schon angekommen. Rollt quasi in den Bahnhof ein, was sehr, sehr gut ist. Und wir können uns quasi hier auch schon erweitern, indem wir einen Drambahnhof bauen. Ich weiß nicht, ob wir Drams bauen. Wollen wir Dram bauen? Oder bauen wir Bus? Wir schauen mal ganz kurz im Depot. Haben wir ein Depot? Haben wir ein Depot hier irgendwo in der Nähe? Irgendein Depot hier. Wie sieht es eigentlich aktuell aus? Ah ja, hier haben wir die Laster. Hier haben wir keine Drams. Hier oben hatte ich Drams gebaut. So, da schauen wir doch mal, wie es hier läuft. Ah, okay, da haben wir auch schon die größere. Aber hier mit den Drams generell läuft irgendwie scheiße, oder? Irgendwie läuft das generell nicht so gut hier oben. Oder denke ich das jetzt nur? Die Dram, die macht gerade zu gewinnen, die macht Verlust. Naja. Der macht auch Verlust, der Zug. Der macht logischerweise auch noch Verlust. 1,74 Millionen. Wow. Das ist aber heftig.
Warum macht er so viel Verlust? Warte mal, hier stimmt doch was nicht. Wir hatten 33 Passagiere. Hier nur 19. Oh, oh, oh. Ist vielleicht ein bisschen zu... Vielleicht ein bisschen zu viele Passagiere. Ich weiß es nicht. Stadt wächst auch relativ langsam hier. Okay, die Buslinie zum Beispiel erfasst da hinten die zwei Gebiete gar nicht. Das könnte man auch nachbessern. Aber passt auf, bevor wir jetzt uns hier den Mund fusselig reden, bauen wir uns jetzt hier erstmal eine neue Buslinie. Großer Bus- oder Trambahnhof. Oh, jetzt haben wir einen reinen Trambahnhof. Oh, nice. Das sieht ja auch cool aus. So, großer Bus- oder Trambahnhof. Genau, den bauen wir jetzt erstmal hier hin. So, der kommt da dran. Zack, und dann brauchen wir unsere Haltestellen. So, und dann fahren wir einmal hier rein. Fahren einmal hier hinter. Einmal hier hinter, einmal hier hinter. Und hier wieder zurück. Dann können wir meinetwegen hier rein noch fahren. Okay, alles klar. So, dann eine neue Linie. Hier starten wir. Da geht's hin, da geht's hin. Dahin, 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 dahin. So, müsste passen. Hier dann nochmal zum Schluss. Und hier machen wir Fahrzeug auswählen. Also. Okay, dann das heißt natürlich, wir brauchen wieder noch ein Depot. Das kommt hier auf die andere Seite. So. Und dann kaufen wir 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Und die sollten auch erstmal reichen. Linie zu weisen. Linie 1. So, das ist Bus Cape Coral. Okay, das sollte passen. Fahrzeugersatz, Fahrzeug wählen. Können wir aktuell noch hier drauf gehen, was anderes haben wir ja eh nicht. So, passt. Okay, die Busse fahren los, die teilen sich gleich ein bisschen auf. Hier wartet auch schon der erste Kandidat. Ja, und wir schauen mal, ob das was wird. Ich bin gespannt. Na gut, neue Zuglinie ist geschaffen worden. Hochgeschwindigkeitsbahnhof hier sogar. Da bin ich wirklich gespannt. Und wir schauen einfach mal, beziehungsweise wir müssen echt mal schauen. Wow, lol, was ist das denn? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ford-Modell. Das heißt, ja, wir könnten... PS, 40 km/h. Nice. Den könnten wir austauschen hier. Der kann dasselbe laden. Sehr gut. Und was haben wir jetzt beim Zug schon wieder noch gekriegt? Im Zug kam da jetzt auch schon wieder was Neues. Was ist das denn bitte? 80 km/h. Sehr meine Frühserie in den diesel-elektrischen Lokomotiven, die von der Lokomotiv Company bei New York gebaut wurde. Ja, super. 612 PS, 80 km/h. Nee, irgendwie, na gut, vielleicht für was Kleines, für ein paar kleine Pendelstrecken. Ich weiß nicht, wir haben erstmal das noch mit erschlossen hier. Können wir natürlich hier den Kreis eigentlich binden, ne? Können wir hier zumachen, deswegen habe ich ihn hier unten hingebaut. Check, hier rum. Na gut, das war's erstmal von meiner Seite. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Manus. Tschüss.